Es ist, als sei man selbst Passagier der Titanic. In einer virtuellen Tour fährt der Besucher von den billigen Plätzen über die Luxusflure der ersten Klasse von Deck zu Deck. Im à la carte Restaurant speisten die wohlhabenden Reisenden, nicht ahnend, welche Katastrophe schon bald auf sie zukommen würde. Nur knapp ein Drittel aller Passagiere überlebte, etwa 700 an der Zahl. Das Treppenhaus hier ist eine sehr detailgenaue Kopie des Originals, noch exakter in den Details als im Titanic-Film von James Cameron. Das wurde nochmal recherchiert und etwa 40 Brautpaare haben sich hier bereits für ihre Hochzeitsfeier eingebucht und hoffen natürlich, dass der Symbolismus, der mit dem Untergang der Titanic verbunden ist, nicht für ihre Ehe gilt. Die Passagiere der Titanic hatten eine Überfahrt von Europa nach Amerika gebucht. Und sie reisten in bis dahin ungekanntem Luxus. Auch in den billigsten Kabinen gab es fließendes Wasser. Die Titanic galt als Wunderwerk der Technik. 2200 Passagiere fasste der Luxusliner, vom Millionär bis zum mittellosen Auswanderer. Die meisten Überlebenden kamen aus der Luxusklasse. Liebe, die Klassenschranken überwindet, das ist die Geschichte von Jack und Rose. Der bisher erfolgreichste Titanic-Film von Regisseur James Cameron kommt zum 100. Jahrestag wieder in die Kinos. Technisch aufwendig in 3D wieder aufbereitet. Die Geschichte ist sehr romantisch. Deshalb hat sie sich so lange gehalten. Sie ist sehr rein und ernsthaft. Das hat etwas Wunderschönes. Im Titanic-Erlebniszentrum hat man von einer Plattform in Höhe der Schiffsbrücke einen fantastischen Blick auf die Werft. Hier wurde die Titanic gebaut. Nun soll das futuristische Titanic-Zentrum das neue Wahrzeichen von Belfast werden. Nach Jahrzehnten des blutigen Konflikts setzt Nordirland auf das versunkene Schiff als Touristenmagnet. Der Tourismus soll den Boom bringen, wie damals der Schiffsbau. In einer Art Geisterbahn geht es in die Werft der Titanic. 3000 Arbeiter bauten den gewaltigen Rumpf zusammen. Doch all die Ingenieurskunst konnte die Tragödie nicht verhindern. Die Titanic rammte einen Eisberg und riss 1500 Menschen mit sich in die eisigen Fluten des Nordatlantik. Das Wrack, erst 1985 entdeckt, hier liegt es dem Besucher virtuell zu Füßen. Um den Schiffsrumpf verstreut, die Badewanne des Kapitäns, eine Kiste voller Flaschen, ein paar Schuhe. Faszinierende Eindrücke und ein neuer Blick auf die tragische Geschichte der Titanic.